Hallo zusammen. Willkommen in meiner neuen Folge vom Franchise Zoo Lia Park. Wir haben momentan tolles Wetter, ist das nicht toll? Ja. Gut, wir haben hier schön bepflanzt beim letzten Mal. Und jetzt muss ich mal schauen, wie es mit der Wasseraufbereitung steht. Das können wir mal hier auf der Karte schauen, nach Wasser. Ist ja, da kommt nämlich keine ran. Das ist der Radius der Wasseraufbereitungsanlage. Ja, und da wird nichts aufbereitet. Also das Wasser wird irgendwann bäh. Und das wollen wir natürlich nicht. Die Tiere sollen ja nicht krank werden, weil das Wasser dreckig ist. Ich denke, hier hinten kann man schön eine hinstellen. Hier, Betriebsmittel. So. Wasseraufbereitung. So machen wir sie am besten. Ah, okay. Ich muss doch etwas näher, als ich dachte. Wo ist denn hier der Hügel? So. Ja, die müssen wir dann irgendwie ein bisschen verstecken. Hat keinen Strom, oder? Was stand da? Ja, da müssen wir nebendran noch einen Stromgenerator setzen. Wo ist vorne? Da ist vorne. Gut. Ja, so ist das. Gruppe beenden. Und einen Weg machen wir auch so. Was, wieso? Hä? Wieso? Hä? Muss ich doch so machen? Warte, ich mach mal zurück. So. Hä? Warum? Ist das zu? Also. Was ist denn hier los? Wegschützen gebogen, Gelände abflachen. Naja. Aha, so geht's dann. Gut. In den Arbeitsbereich müssen die auch noch rein. Oh ja. Oh, schön. Okapis. Ihr bekommt was Schönes. Was bekommt ihr? Kurioses bekommt ihr. Und, oh, Futterstufe 2. Ich glaube, das haben wir. Sind die Stufen jetzt eigentlich wieder richtig eingestellt? Weil das hatte sich verschoben. Alle, die auf 3 waren, waren auf einmal 2. Hä? Ja gut, hier ist die Warnung drin, weil es wahrscheinlich zu viele sind, aber... Ich glaube, das macht denen trotzdem nichts. Stufe 2. Ist dann natürlich teurer. Ach, hier auch, echt. Da müsst ihr mal von eurer Forschung weg... Ne, ist hier wieder richtig rum. Gab es echt schon einen Patch? Toll. Ne, 2 und 2, 3. Ihr bekommt natürlich Qualität 3. Ja. Gut. Ja, genau. In den Arbeitsbereich rein. Mitarbeiter. Arbeitsbereich. Mit bei die Okapis. Gut. Und ich hätte jetzt gerne eine. Oh, du kannst jetzt auch mal weg von der Azubi-Zeit und in die fähige Zeit gehen. So. Ja, genau. Ich hätte jetzt gerne noch eine Futterstation. Wie heißt es nochmal? Tierpflegerhütte. Haben wir jetzt die großen schon? Ne, sieht nicht so aus. So, da stellen wir jetzt einen hin, weil dann geht der Tierpfleger hinein und sieht, aha, da muss man was zu essen geben. So, was ist denn hier los? Wieso gibt es denn hier keine Weganbindung? Hä? Was ist los? Was ist los? Das ist komisch.
Hier ist doch alles flach. Es wird ja wohl kaum daran liegen, dass das kein Mitarbeiterweg ist, also kein offizieller Mitarbeiterweg, oder doch? Also hier geht's ja auch. Hä? Hier geht's auch. Wieso geht's hier nicht? Okay. Macht nichts. Machen wir dann einfach selber. Oder auch nicht. Warum sollte das blockiert sein? Ja klar, da geht es extra da außen rum oder was? Nee. Dann setzen wir den mal ein Stück hier runter. Also das hatte ich jetzt auch noch nicht, glaube ich. Wieso ist das blockiert? Bei Gelände abflachen nicht mehr. Okay. Na, was für ein kleines Hubbelchen haben wir denn da? Hm? Ich sehe keins. Beim besten Willen nicht. Gut, es ist abgeflacht. Aber ich sehe auch hier nichts. Okay, Hauptsache es funktioniert jetzt. Und ja. Es ist vielleicht nicht hundertprozentig. Man könnte echt, glaube ich, noch mehr Pflanzen reinmachen. Aber das lassen wir jetzt mal. Die letzte Folge war ja auch schon recht lang. Was haben wir hier noch? Der Ulf. Kein erreichbares Forschungszentrum. Ach so, stimmt. Wir haben ja jetzt... Ja, ja, Ulf, ne? So, wo machen wir das jetzt hin? Machen wir hier daneben. Damit vielleicht etwas exakter. So. Das ist bisschen besser. Bisschen besser. So. Wie war das mit T-Stücken? Hier kommt man doch irgendwas einstellen, oder? Wegen Geländer, bla bla bla. Hier, bei Wegverbindung T-Kreuzung verwenden. Das ist... Ja, okay. Kann man so... Doch. Es ist besser wie ohne. Komm wieder weg, weil meistens brauche ich das ja nicht. Mhm. Gut. Super. Wir haben mega viel Platz und jetzt schauen wir mal, dass auch die Leute hier reingucken können. Achso, ja genau. Erstmal gucken, welche Höhe überhaupt angemessen ist. Zoopedia 1,25 Grad 2. Ach, Forschung wieder abgeschlossen. Nee, doch nicht. Ich dachte, weil es grün ist, aber das heißt nur, dass geforscht wird. Gut. Alles klar. Ah ja, und wir haben ja noch Tiere zum Verkaufen. Mhm. Aber zuerst gehen wir mal von den 2 Metern wieder da runter. So, das bleibt jetzt dort. Na, lass mich doch mal. So. Ich hoffe mal, dass das jetzt da oben bleibt, was ich da gemacht hatte. Nee, aber macht nichts. Oh, 24. 28. Na, da war gerade 26. Das wäre nicht schlecht. Komm schon. Ja. Überall. So, wie sieht's hier aus? Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Das ist doch cool. Beim Weg habe ich überlegt, könnte man hier... Wenn ich das jetzt... Ich gehe mal auf 1. Wenn man jetzt da so ein bisschen reinklickt. Ich muss mal schauen, dass ich da... Ist das nicht zu... Ja. Und dann wieder zurück. Also wieder mit der anderen Taste löschen. Dann wird es rund. Das sieht dann jetzt doch besser aus, ne? Ja, viel besser. Ich
meine, die Sprühböden könnte man hier noch ein bisschen optimieren, dass das nicht so, naja, keine Ahnung, kantig aussieht. Mache ich jetzt aber nicht. Wir könnten aber ganz schnell mal so weit noch da hinstellen und dann hätte mir das auch erledigt. So, so als Eingangsdeko hier. So. Und hier zum Gras. Gut. Gut, lassen wir. Erstmal. Ist doch okay. Das hier könnten wir vielleicht auch etwas mehr hier hinstellen. Und ja, ich glaube, das da lassen wir so. Da ist noch nichts reingekommen. Und hier? Habe ich jetzt gar nicht hingeguckt. Da schon. Okay. Dann machen wir das vielleicht doch so. Ist immer die Frage, wo stellen sie sich hin, ne? Na gut. Wie sieht's aus mit dem negativen Einfluss? Ups, da, ach so, das ist Sicherheit und Verbrechen. Aha, diese Schilder gelten auch als Sicherheit. Kameras nicht füttern. Zerstörte Objekte. Oh, das wusste ich ja noch gar nicht. Müll in Gehegen. Na, das ist ja unschön. War gut, dass ich das lese. Da holen wir uns mal eine schöne Mülltonne. Ist das hier? Ne. Hier? Wo waren die? Ah ja, hier. Ja, jetzt müssen wir halt... Ja, stimmt. Ich dachte, wir hätten jetzt irgendwie was Hübscheres im Petto. Haben wir nicht. Dann machen wir hier vielleicht... Ah, ich weiß nicht. Mir gefällt es ja mal gar nicht, ne? Vielleicht hier. Ach, können die sich nicht beherrschen einfach? Und, ja... Ah, nee, Quatsch. Ich mache das innen. Ja. Hier, bevor ihr reingeht, könnt ihr noch Müll entsorgen. Ja, so ist besser. Dann muss es halt so sein. Wasseraufbereitung ist jetzt da. Gut. Ja, also ist doch eigentlich ganz hübsch geworden. Und ihr steht... von da und guck da rein. Na gut. Könnte das hier noch ein bisschen verschieben. Okay. Und das da vielleicht auch. Oh ja, nur minimal. Okay. So, hier. Ich meine, die sind ja eigentlich scheu, ne? Aber ich hätte trotzdem gerne... Glas. Wir haben den Einwegspiegel. Bei dieser Höhe bringt das aber eigentlich nichts, weil die eh drüber gucken. Dann machen wir hier Glas. Damit man ein bisschen besser was sieht. Was könnte ich denn noch machen? Hier vielleicht Glas? Okay. Ich glaube, dass hier... nee, das wollte ich jetzt nicht. Hier wollte ich, genau. So, dann haben wir hier nämlich eine gerade Fläche. Na, lass dich ziehen. Zier dich nicht so. So. Das ist doch gar nicht so schlecht. Machen wir noch Holzpfosten draus. So. Und so. Und so. Und das auch dann auf dieser Seite. Ist viel schöner wie das Metall. Genau. So, fertig sind wir. Fertig sind wir. Schön. Mit G kann man hier die Menüs hier wegmachen und hat man schöne freie Sicht. Auch für Screenshots gut.
Oder einfach so zum Klotzen. Toll. Jetzt wird es natürlich wieder dunkel. Vielleicht müsste man hier ein bisschen verschieben. Man sieht sie nämlich nicht in ihrem schönen Zuhause. Ja, das ist die Frage, ne? Wohin damit? So. Und das hier. Ja gut, das steht dann auch im Weg, oder? Mal hier. Könnt ihr dann noch schön lang latschen? Gehege. Ja, hier ist immer noch. Ja klar, deswegen hatte ich da auch ein paar Pflanzen hin getan. Ich glaube, die hier machen wir dann doch hier hinten hin. Oder hier. Oder beides. Ja, doch so ist besser. Jetzt sieht man auch rein. Das ist doch schön. Gut. Ich würde sagen, diesen riesigen Baum hätte ich auch gerne noch mal hier irgendwo, vielleicht. Vielleicht dort. Oder sollte ich den hier vorne hin machen? Oh, man könnte ihn auch hier außen natürlich setzen. Ich mache den mal dorthin. Ja. Noch ein klein bisschen drehen. Ja, so würde ich den gern haben. Gut. Jetzt haben wir wieder Nacht. Licht ist an, okay. Gut, jetzt würde ich gerne ein Gehege bauen für die Primaten. Ja. Damit ich da noch mitmachen kann. Die Primaten brauchen eine höhere Barriere. Man kann hier hinten natürlich aber auch höher ziehen. Und den Kletterschutz natürlich dann auf die Seite der Primaten machen. Achso, spinnt wieder ein bisschen hier, ne? Okay. Wir brauchen 7 Meter. Breite. Winkelausrichtung. Aha, ja. Das ist natürlich jetzt wunderschön hier. Wir müssen hier mal ein bisschen flacher machen. Gelände abflachen, am besten auf 100. Dann vom Weg aus natürlich schön flach machen. Sonst bringt das ja auch gar nichts. So. Dann machen wir erst den Weg hier hin. Und dann machen wir hier schön das Gelände. Und das geht natürlich nicht. Okay. Ja, das ist blöd. Vielleicht ohne Abflachen. Ja. Ohne Gelände abflachen lässt es sich jetzt platzieren. So, wo will ich denn hier hin? Das ist natürlich... Achso, das ist die Gerade, ne? Kann man da... Ach, man kann sogar gerade bleiben. So. Ja. Vielleicht könnte ich auch an dem Weg etwas höher kommen. Also, quasi so ein bisschen hier drüber gehen, übers Gehege, dass man von oben gucken kann und halt von der Seite, wie bei dem Okapi-Gehege. Und wir könnten vielleicht auch hier so eine Art, ja,
Entspannungsecke mit Toilette und keine Ahnung was machen. In die Mitte hier kann dann irgendwas Interessantes noch rein. Wie eine, ja, wie ein Laden oder irgendwas, das dann gebaut ist und da genau reinpasst. Das wäre eigentlich cool. Lass mal das Raster wieder weg. Oder ich mache noch gerade den einen. Genau. Und dann gehe ich jetzt hier gerade weiter. Oder gehe ich hier irgendwie. Ja gut, das ist aber die Mitte, ne? Aber man muss ja nicht in der Mitte bleiben. Ich gehe eins zurück. Und. Ja, aber wie, von wo komme ich denn dann in die Höhe? Das ist die Frage. Oder mache ich das überhaupt nicht? Das ist jetzt die Frage. Ich brauche dann quasi eine Abzweigung. Okay, also ich komme jetzt hier so rum. Dann ist das quasi ringsrum um das Gehege. Das könnte jetzt auch ein bisschen groß sein, machen wir es ein bisschen kleiner. Und hier kommt dann eine kleinere, ja, ich glaube 5, ist das nicht zu klein? Nicht unbedingt. Ich werde ja eh keine 6000 Besucher hier zulassen. Das ist nicht gerade, hier ist es gerade. Ja, schwierig. Soll ich 6 nehmen? Ich nehme 6. Okay, dann kommen wir von hier und gehen höher. Mit Treppe, ohne Treppe. Mit Treppe, mit Winkelausrichtung. Okay, das ist mal der Anfang. Und jetzt mache ich mal die Barriere hin. Und dann sehe ich ja, wie es wird. Ja, ich hole die. Da kann ich nämlich auch gewölbt bauen. Vorher habe ich das ja mit der hier gemacht. Aber die da ist natürlich auch sehr gut. So. Ja, da können hier ein bisschen ein paar Bäumchen hin. Man läuft quasi hinauf an Bäumen vorbei. So stelle ich mir das vor. Und hier geht es dann. Achso, ja schon, das erste geht ja meistens nicht. Hab ich das zweite. Und hier kann man dann schön sich die. Es regnet, ich mache mal gerade Pause. Schön die Primaten angucken. So, das kommt weg. Will ich das so? Ich nehme ein bisschen mehr. Ja. Gut. Ja, man kann ja da noch ein bisschen dran rumfeilen, bis man das so hat, wie man das gern hätte. So. So, jetzt schaue ich mal nach der Größe. Also die bekommen auch wieder einen Teich oder sowas. Die bekommen, denke ich mal, auch wieder einen Bereich, wo sie. Oh, das war jetzt falsch. Die Höhe wollte ich nicht verändern. Das wollte ich. Also ein Bereich, wo sie so für sich alleine sind. Das wäre dann hier hinten. Ja, es wird wieder ein großes Gehege. Das ist aber okay. So. Ja gut, für sich alleine, wenn das. Ja gut, wenn der Weg hier lang geht. Ja. Tja, ich hoffe, das sieht dann auch gut aus. Ja? So. Achso, ja. Ein Gehegeeingang. Der kann natürlich dann wieder hier hin, oder? Ach, ich habe das jetzt ja gar nicht. Ja, ich habe das jetzt. Ich wollte eigentlich hier. Dadurch, dass ich da jetzt nach oben wollte, habe ich das natürlich jetzt total vergessen.
Es macht aber nichts. Dazwischen kann immer noch ein Gehege. Ja, ist egal. Ich lasse es jetzt so. Habe ich nicht bedacht. Macht nichts. Achso, ich brauche genau das hier. Und 4. Ja. Wo will ich jetzt andocken? Wenn ich das dort mache, ist auch der Weg noch länger. Ja, okay. So. Und jetzt ein bisschen ein Stück Mitarbeiterweg dazwischen. Tja, dann war es das wohl mit den Bäumen, ne? Oder ich gehe. Ah, ja, genau. Ich gehe auf die andere Seite rein. Ist doch gut. Hier. So. Na? Und ein Stück Mitarbeiterweg. Haben wir den. Und ja, weiter geht's. Machen wir es ein bisschen größer hier. So. So und so. Gut. Ja, dann kommt da halt keins hin. Dann kommen da halt schöne Bäume hin. Ja, mach mal so. Ist jetzt halt so, ich habe mich halt irgendwie vor lauter Denken und Ausprobieren ist das jetzt halt so passiert. So, und das da ist der Weg, genau. Und das war 7. Ne, das hier oben war 6. Reicht das denn dann schon? Kann man gerade gucken? Ja! Ist nur die Frage, ob ich auf 2 Meter bleibe. Und die haben natürlich jetzt auch keine Hügellandschaft. Naja. So, also wo will ich jetzt genau lang? Wenn ich hier vielleicht noch ein bisschen Hügellandschaft mache, kann ich das machen quasi wie bei dem anderen davor, dass ich da 2 Gehege hätte, falls ich nicht wieder vergesse. Ja, und hier die 7 könnten wir so machen. Gut, wir schauen erstmal Landfläche. Das sind 2100. Und es geht ja. Oh, hi, Crazy Maisy. Wahrscheinlich eher Matzi, Maisy, ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall, Hallöchen. Ja, hallo. Tag. Guten Tag. Der Chief Beef, ne, der ist sehr beliebt hier. So, ich wollte eigentlich hier gucken. Das sind ja, glaube ich, die westlichen Schimpansen, oder? Da stand Primaten. So, bla bla. Das müssten aber die sein. Oder gilt das für alle Affenarten? Ne, ich glaube auf dem... Ich weiß es nicht. Ich hole einfach diese westlichen Schimpansen. Das waren, glaube ich, die auf dem Bild. Und ja. Da schauen wir einfach mal, was für eine Fläche die brauchen. Was braucht ihr? Wo seid ihr? Bin ich irgendwie... Ja, ich bin dran vorbei. Westliche Schimpansen. 780. Gut. 5 bis 10. Oh, die werden gut alt. Die brauchen Klettern, das ist ja klar. Gut, die brauchen theoretisch kein Wasser. Höhe wie 1,25. So niedrig. Da können die auch drüber springen, oder nicht? Ich weiß nicht, ob ich schon mal eine richtige Wassergrenze gemacht habe. Ja. Gut. Weiß ich nicht. Soll ich das machen? Dann wird das Gehege tiefer, als es ist. Okay, wir machen das mal. Wir machen mal das Ganze hier einfach tiefer. Na? Na komm. 26.
Okay. Das ist ja Grad 3. Ja, ich mag ja das Holz. Könnte mir da natürlich auch ein bisschen mit was anderem ersetzen. Und jetzt gehen wir tiefer. Also nicht nur mit Wasser, sondern allgemein das Gehege tiefer setzen. Ja gut, mit 100%, da ist man natürlich ganz schön zackig dabei hier. Machen wir mal 50. Nämlich noch ein bisschen. Okay. Das ist nicht tief genug. Das glaube ich nicht, dass das. Ach, man sieht auch so schlecht. Gib mir mal kurzes Gras hier. So. So, und jetzt? Ja, das ist immer noch nicht. Also für mich sieht es nicht so aus, als wäre das jetzt die richtige Tiefe. So. Ach so, hier, genau. So. Das schon eher, ne? Ist jetzt auch wieder ein bisschen schwer zu sehen. Ja, ich glaube, die Barriere müsste ich entfernen, oder? Das hier ist nämlich ziemlich, ja, nicht so schön. Ich hätte das gerne etwas dichter dran. So. Gelände. Also es kann natürlich auch sein, dass der Weg mehr gestört hat wie die Barriere. Nee, hat es nicht. Okay, gut. Hier Rundung. So. Und so. Das lassen wir mal. So. Vielleicht noch ein bisschen näher. Okay. Hier hinten können wir es ja wieder höher machen. Also die Barriere höher machen. Dann können wir da nämlich so bleiben. Da soll eh keiner reinklotzen. Vielleicht bis hier. Ja, machen wir es hier ein bisschen höher. Und der Rest dann bleibt dann so. Ach nö. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Aber jetzt hier, so. Dann kann man dann rund. Kann man das rund machen. Verschieben wir mal so ein bisschen. Und ja. Na, habe ich da irgendwie. Ich mach's mal kürzer, vielleicht reicht das schon. Ja. Ach so. Wie fülle ich das denn dann aus? Sollte ich vielleicht ein bisschen so machen? Ja, das ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier gerade gut ist. Bisschen glätten. Ja. Ja gut, da kann man dann auch Steine noch hinmachen. Gibt ja so schöne große Klötze. Ach nee, Quatsch, wiegt doch nicht. Also. Nee. Hier. Länge. Mit Y kann man jetzt so ein bisschen. Ja, ihr seht schon hier, ne? Einstellen. So. So. Gut. Ja, das tust du okay. Hä? Nee, das wollte ich nicht. Nee, das wollte ich. Also geht doch ein Doppelklick auf den Weg, oder wie? Hm?
kein 26, gut. Tatsache. Geht mit Doppelklick auch. So. Ja, das ist doch... Das wird doch affig hier, hm? So, meine Lieben. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Dann bauen wir hier schnell unser affiges Gehege weiter. Für die westlichen Schimpansen. Und hoffentlich haben wir auch bald mal keinen Regen mehr. Muss man gleich mal dann ohne Pause spielen. Ja, und also dann bis zum nächsten Video. Und bis bald. Tschüss.